herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KMD Mainz. Heute wieder zu einem Plastik-Track, die dritte Folge mittlerweile nach sehr langer Zeit. Bei Corona haben wir etwas pausiert, jedoch sind die Einschränkungen immer noch sehr groß. So haben wir zum Beispiel hier Fleischwurst nicht in Dosen wie sonst bei Teegut übrig bekommen, sondern halt nur in dieser Verpackung. Aber sobald Corona wieder komplett vorbei ist, kann man wieder mit seinen Dosen hingehen. Milch gibt es auch wunderbar in Glasflaschen, also bei Kühl- und Fleischprodukten. Auf jeden Fall der Daumen ganz nach oben. So viel höher kann es eigentlich kein anderer Supermarkt schaffen. Und auch bei Obst, hier haben wir Bananen gekauft, auch wunderbar lose, nur noch mit so kleinen Aufklebern, da es halt verschiedene Bananen gibt. Wir haben natürlich Bio gekauft und die sind auch noch Demeter zertifiziert. Also so ziemlich das Beste, was es aktuell in Supermärkten wohlgemerkt zu kaufen gibt. Und auch haben wir noch Trauben gekauft, was wir auch immer machen, weil die ja meistens in solchen Schälchen drin sind. Das gibt es bei Teegut eigentlich gar nicht mehr. Es gibt noch Trauben, die in so einer kleinen Tüte drin sind, aber es gibt auch die Auswahl dahin. Da geht der Daumen zu 90% nach oben, weil es eben noch das andere gibt, aber das auch in bedeutend größeren Mengen. Bei Säften haben wir hier wieder unseren Raps-Apfelsaft. Wunderbar, auch in Glasflaschen. Natürlich gibt es auch da Plastikflaschen und Tetrapacks, aber das gibt es ja bei so gut wie allen Läden, Supermärkten und so gibt es das ja. Glasflaschen gibt es halt nicht überall, zum Beispiel bei Aldi gab es das ja nicht. Ja, das war es auch schon vom Plastikcheck. Eigentlich hatten wir euch in der zweiten Folge versprochen, dass wir in der dritten Folge einen Vergleich zwischen Rewe und Aldi machen, aber wir wollen jetzt nicht so häufig einkaufen gehen wegen Corona, dass wir alle, wir wollen natürlich die Ansteckungsgefahr auch verringern, obwohl es für uns nicht so schlimm wäre, aber halt für viele andere Menschen schon. Ja, bis zum nächsten Mal.